möglich. Und irgendwie hat das funktioniert. Das ist die Antenne, da hat man ein Kabel, das abgegangen ist. Und da im Felsen vorne ist eine Kaverne rausgehauen worden. Und dort ist der Sender, ist übrigens auch der stärkste UKW-Sender, den es damals gab. 50 Kilowatt aus Amerika haben wir den müssen importieren. Das hat es sonst nie gegeben. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Ort. Ohne den wäre es auch nicht gegangen. Weil da oben, das ist oberhalb von der Garage da, wo das ihre Pistenfahrzeuge haben, haben wir eine Antenne angestellt, eine kleine Antenne. Und da haben wir ein Signal, das wir von Como aus geschickt haben, das ist etwa 100 Kilometer, haben wir entgegengenommen, ein kleines UKW-Signal, also ein Radiosignal, haben dann da ein Kabel gezogen, da über, in den Senderraum, und dann mit der grossen Antenne in die Schweiz geschickt, nach Zürich. Eine gewisse Zeit haben wir ja gesagt, wir sind ein italienischer Sender für Schweizer Touristen in Norditalien. Und um das zu beweisen, haben wir vier von diesen Feldern gegen hinteren gekehrt. Aber ich glaube, dass die Hörquote in Italien nicht so wahnsinnig war. Es war auch nicht unbedingt unser Ziel. Seit 20 Jahren ist die Antenne auf dem Gruppera nicht mehr in Betrieb. Auch der Sendeturm von Radio DRS in Beromünster ist bedeutungslos geworden. Bis Mitte der 70er Jahre empfangen die Schweizer ihre Radioprogramme vorwiegend auf Mittelwelle. Immer am Morgen und Abend wird Beromünster ausgeschaltet. Vormittags für Leitungsmessungen, abends, weil er ausländischen Stationen in die Quere kommt. Dampfradio nennt man den Sender im Volksmund. Sie ist alles da, fast alles hart. Die Hörer von der veralteten Mittel- auf die Ultra-Kurzwelle zu locken, erweist sich trotzdem als schwierig. Birgit Steinecker ist die vom Himmel schwebende UKW. Bei Radio DRS ist aber nicht nur die Technik veraltet. Programmablauf und Gestaltung sind es ebenfalls. Nur ein Berufsmusiker darf Platten aussuchen. Aufgelegt werden diese von einer Operatrice und ein Tontechniker fährt die Sendung. Unsäglich bieder ist vor allem die Ansprache der Hörer. Trotz dem Winter, wo immer noch sein Regime haltet, kommen wir jetzt zur ominösen Buchstaben- und Nummernverteilung. Da hat man das erste Mal das S, S wie Schweizer, wir sind Patrioten heute. Dann ist Vögeli-V an der Reihe, V wie Vetter oder eben Vögeli oder Vaterlaus. Und bis die ersten Wünsche von Ihnen bei uns eingetroffen sind, der Uli geht jetzt gerade mal die ersten Telefone entgegennehmen, ein paar Minuten mit Musik. Nachtexpress, Studer. Frau Schuhmacher. Fräulein Schuhmacher von Männedorf. Darf ich noch Ihren Vornamen haben, Frau Schuhmacher? Maya. Mhm. Swiss Lady. Aha. Für den Franz und alle Verwandten und Bekannten. Haben Sie noch spezielle Grüße an irgendjemanden? Ist prima. Dankeschön vielmals. Viel Spaß, Frau Schuhmacher. Dankeschön. Also Beromünster hat uns dann den Sound so irgendwo zwischen ein bisschen Ländler, ein bisschen Walzer, ein bisschen Instrumental, ein bisschen Pseudopop, einfach ein Sound, das hast du nicht ausgehalten. Und man hat sich dann gesagt, du, ja, aber so schlimm und elend und traurig und salzlos kann das Leben doch einfach nicht sein. Bestseller auf dem Plattenteller. Mr. Pop, Jürg Marquardt, präsentiert unsere wöchentliche Radio-Hitparade. Die 30-minütige Hitparade ist lange Zeit eine der drei Ausnahmen im DRS-Programm, in der überhaupt Popmusik gespielt wird. Hi, Folks, da im Studio. Hi, Folks, daheim. Und guten Abend miteinander. Dienstag, 31. Oktober. Circa anderthalb Minuten nach 8 Uhr. Es ist soweit, aus dem grossen Sendesaal vom Studio Zürich präsentieren wir die 250. Radio-Hit-Parade. Ich freue mich, dass ich am 10. Platz einen neuen Titel ansagen darf, nämlich die